Ich stehe heute vor der Blaudruckerei in Lüdinghausen. Dieser Beruf ist so besonders, dass viele ihn gar nicht kennen. Deshalb stelle ich den Beruf des Blaudruckers heute mal vor. Was ist das jetzt? So, das ist hier ein Chassis, das ist praktisch ein fahrbares Stempelkissen. Ja. Und auf dieses Chassis streiche ich meinen Papp auf. Dieser Papp besteht aus Gummi Arabicum und Tonerde. Ja. Und ist eben eine klebrige, zähe Masse, die verhindert es eben hinterher beim Färben, die Farbe dort eindringt. Dann wird das so abgenommen. Ne? Ja. Und drauf gemacht. So. Kriegt man wahrscheinlich nach so ein Gefühl für? Ja, nach 36 Jahren habe ich das. Haben Sie das dann als Ausbildung Nein, gemacht? Nein, das war zu meiner Zeit, als ich das gemacht habe, schon kein Ausbildungskurs ja. mehr. Für die Arbeit als Blaudruckerin braucht man neben ausreichend Kraft auch Geschick, um genau arbeiten zu können. Hier habe ich hier so eine Ecke, ne? Da gucken wir mal drauf, da. Ne? Sonst gibt es aber bei anderen Druckstücken so kleine Tricks. Das ist hier, das ist über ein Stift in der Ecke. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt einen Abdruck mache, hinterlasse ich mit dem Stift einen Punkt. Ja. Und da, wo der Punkt ist, fange ich wieder an. Die Druckstöcke sind bis zu 150 Jahre alt. Ihre Muster sind vielfältig und können je nach Wunsch individuell verwendet werden. Teilweise habe ich alte, ja. teilweise habe ich die aber auch selber entworfen und habe mir die in Indien machen lassen. Ja. Ja. Das ist einer aus Indien, der ist ein Block, der ist Teakholz ausgestochen ja. und dann sind die Metallteile wieder eingesetzt. Ne? Mit dieser Technik arbeitet Elke Schlüter seit 1986 in der Blaudruckerei in Lüdinghausen. Ich möchte mir einen Eindruck von der Arbeit verschaffen und fasse mit an. Wenn man das jetzt selber ausprobieren würde, würde man das so hinkriegen? Ich mache Ihnen das mal hier, dann versuchen Sie es. Mit einer Hand setzt man auf, ne? Genau, einmal kurz drauf. Ne, nochmal. Dann hier unten und hier rum muss ich einmal gucken, so rum. Genau. Und hier an die Ecke ran lassen. Ja, genau, das ist erschlagen. Ja. Schauen wir mal, was das gegeben hat. Drücken wir ab. Ja, es passt ungefähr. Ja. Ungefähr. Kriegt dann später ein Gefühl für wahrscheinlich, wenn das ist genau ja, auf den Millimeter genau ganz passt. Auf den Millimeter kann man das auch nicht machen, das ja. erwartet ja auch keiner. Ist halt Handarbeit, ne? Ich mache mich auf dem Weg durch das Haus und lasse die vielen Farben und Muster auf mich wirken. Wie genau das Färben abläuft, schaue ich mir in der Werkstatt an. Also das ist jetzt hier eine Indigo-Küpe. Das ist 220 tief, sind 1500 Liter Farbe drin. Indigo ist ja ein Pflanzenfarbstoff. Ja. Und er hat die Besonderheit, dass er nicht wasserlöslich ist. Man muss diesen Indigo an Sauerstoffteilchen entziehen. Ja. Das kann man durch verschiedene Methoden machen. Früher haben die Blaufärber das gemacht mit Urin. Wir machen das aber nicht mehr. Ne? Wir haben, also die Kinder sind ausgezogen und wir haben zu wenig, deshalb nehmen wir Kalk. Durch das Rühren wird der Kalk aufgewirbelt. Das dauert bis zu 30 Minuten. Jetzt bringe ich den Stoff in die Farbe. Wenn der Stoff aus der Farbe kommt, ist er noch hellgrün. Erst durch den Sauerstoff in der Luft wird er blau. So, und während dieser Zeit habe ich so eine Stange und schlage so dazwischen. Ja. Denn es gibt diesen Duschvorhang-Effekt. Da, wo der Stoff aneinander klebt, oxidiert es nicht. Ja. Der Papp sitzt da drauf, den wir da drauf gedruckt haben. Ne? Drumherum. Und drumherum hat sich das dann noch ein bisschen verfärbt. Ne? Diesen Vorgang, den wiederhole ich, je nachdem, wie dunkel der Stoff werden soll, bis zu 10 Mal. So, und wenn ich dann das Stück fertig gefärbt habe, dann nehme ich das vom Arm hier runter, schmeiße das da in den Bottich. So, und dann wird das alles gespült, damit die überschüssige Farbe rausgeht. Und dann gebe ich eine Essigessenz dazu. Ja. Und dieser Essig löst diesen Papp auf. Und dann habe ich eben blau mit weißen Blumen. Ja. Das ist das Ergebnis. Das ne? Genau. Ich habe heute viele Prozesse des Blaudruckens kennengelernt und finde den Beruf sehr spannend. Ich für meinen Teil fände es sehr traurig, wenn dieser Beruf ausstirbt.